Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. September 2024. Dominik Feusi und Markus Somm und Marina Lutz, unsere Produktionsleiterin vom Nebelspalter Print. Wir haben ein neues Heft. Marina, du bist wegen dem da, um das mal an Mann und an die Frau bringen. Unser grosses Thema war der Städter. Und zwar eben mal aus Sicht vom Land. Der Städter ist ja der, der eigentlich in den Medien immer privilegiert vorkommt, weil die meisten Journalisten sind zwar nicht unbedingt Städter, sind irgendwo in Romanshorn oder Langenthal oder in Walchwil aufgewachsen. Nachher kommen sie auf Zürich und haben das Gefühl, sie sind ganz grosse, urbane Leute. Aber das ist das Thema von unserem Nebelspalter. Marina, sag mal schnell, um was geht's genau? Ja, danke Markus. Also es ist wirklich eine Sicht auf die Städte. So, was sind das eigentlich für Wesen? Und so Leute wie ich, die eigentlich vom Land aufgewachsen sind, wir sehen das vielleicht ein bisschen besser. Und Städte sehen sich selber gar nicht mehr, weil für sie das alles so normal ist. Und da haben wir einen coolen Artikel drin vom Dr. W., der das eigentlich beschreibt, wie so ein Zoolog, wo die Spezies, die Turicensis, die Zürcher Spezies so beschreibt und welche verschiedenen Typen das gibt. Was gibt's für Typen? Von was kommt da? Ja, er hat dann da auch, weißt du, so die korrekten, in Anführungszeichen, latinischen Namen. Zum Beispiel der Bergzürcher sind so die Edlen. Und die nennt er, die nennt er den Incolae Urbis Turicensis Nobilis. Oh. Und das sind so die, also die Weibli, die haben so aufgespritzte Lippen und so ein bisschen, sehen ein bisschen gelangweilt aus. Und die Männli, die sind so, haben so ein ganz edles Fell, ja, oder einen Anzug. Und da gibt's auch zum Beispiel, das finde ich auch lustig, der Schwammedinger, den nennt er den Immigrantus Simplicus. Und die Wesen, die findet man mehr so, ja, bei den Tankstellen und so bei den Fußballstadien. Die ticken auch ein bisschen anders. Und da gibt's auch zum Beispiel den Gnom, den nennt er Pumilio Economicus. Die siehst du eigentlich nie. Also, die gehen nur schnell in den Bau, arbeiten und schnell wieder heim. Spüchen wieder heim. Ja, das sind einfach so kleine Zwerge eigentlich. Ja. Jetzt der Titel Ziele vom ganzen Heft ist ja der Städter, eine Abrechnung. Was ist denn eigentlich der härteste Text gegen die Städter und um was geht's dort? Ja, ich finde den Text von Stefan Milius sehr interessant. Er ist natürlich auch mehr auf der Seite von lieber vom Land leben, weil er sagt, das ist cool, man ist nicht so anonym. Er sieht jetzt immer seine Nachbarin, Ursi oder wie auch immer sie heisst, wenn sie die Decke zum Beispiel einen Tag nicht ausschüttelt, pünktlich um 8 Uhr, dann wissen alle, aha, sie muss gestorben sein. Ui, ja. Und so hat man eigentlich immer so eine gegenseitige Kontrolle und es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wie ist es für dich? Du hast vorhin gesagt, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Wo bist du aufgewachsen? Also ich bin in Rabius aufgewachsen. Das ist das klingt schon wahnsinnig exotisch. Das ist Afrika, oder? Ja, es klingt sehr exotisch, aber es kommt eigentlich vom Bach die Rabiusa. Und, also romanisch, ja. Ist übrigens der gleiche Ort, wie der Martin Candines auch aufgewachsen ist. Also sehr gut. Also da kommen wir jetzt schon fast Bundesrat aus dem Ort. Genau, also im Bündner Oberland, genau. Oder? Das ja, ist genau. Das Schwarze. Oder im rätischen Kongo, wie man das auch sagt. Das ist einfach dort, wo so der rätische Kongo, hochkatholisch, rätoromanisch. Sehr gut. Und jetzt wohnst du in Luzern. Ja. Von dem her weißt du auch, was das heisst, in Stadt wohnen. Das ist unser neuestes Heft. Markus, kaufen es, ja. Würdest du dich jetzt als Städter bezeichnen oder mehr als Landei? Das ja, wollen ja alle wissen. Ja, ich bin eindeutig Städter. Nein, Baden war eine kleine Stadt, aber es war natürlich eine wahnsinnig städtische Stadt, weil die ganze Region ist ja gleich auch etwa 100'000 und es sind grosse Firmen und alles da, was man so ein bisschen kennt vom Stadtleben, ist natürlich auch in Baden der Fall gewesen. Von dem her, ja, von der Prägung her schon Städter, auch von der Familie her, die kommen von St. Gallen. Aber der Punkt, den ich wirklich wichtig finde, das gilt wahrscheinlich für uns alle, die in der Stadt arbeiten. Letztlich ist es natürlich so, wenn man in einer Stadt arbeitet, wird man selber schnell zum Städter in dem Sinn. Was heisst das? Das heisst, man muss schneller reden, man muss schneller denken, man muss sich schneller aufregen. Das gehört ein bisschen zum städtischen Leben. Was mehr auf die Nerven geht, ist die Blasiertheit, die sehr viele Städter haben gegenüber den Leuten, die eben auf dem Land wohnen, aus Überzeugung oder einfach, wie sie dort aufgewachsen sind. Ich glaube, das Peinlichste an den Städtern ist eben die Arroganz, weil die ja nichts anderes zeigt als ein gewisses Bünzlitum. Ich glaube, der normale, wirklich urbane Mensch,
hat es ja nicht nötig, sich lustig zu machen über das Bündner Oberland. Was wir ja jetzt natürlich selbstverständlich nicht gemacht haben. Genau. Aber vielleicht noch, Entschuldigung, vielleicht noch eins, was ich erwähnen möchte, was ich besonders Freude habe in dem Heft, das ich so empfehlen kann. Wir haben eine Seite, wo der unser Redaktor Jan Scheppi geschrieben hat, Schnupfspruch-Guide. Das ist aber für Städter, wenn die auch mal in den Landbeiz angehen wollen. Und ich finde das für mich wahnsinnig, dass wir das abgedruckt haben, schwarz auf weiß, die politisch unkorrekten Schnupfsprüche. Absolut. Und das muss man einfach aufhängen am Kühlschrank. Absolut. Wobei, das ist eben, es polarisiert also sehr. Das sind, sind Sprüche, wo man wirklich den Stahlhelm anlegen, damit er das erträgt. Ist also nicht so, dass man das weiter soll empfehlen. So ist es auch nicht gemeint. Nein, aber Punkt Stadt und Land. Dominik, was du bist ja auch in dem Sinn, ja, schon als politischer Journalist ständig mit dem konfrontiert. Was würdest du sagen? Was ist der grosse Unterschied? Ja, man hat vor 30 Jahren gesagt, Stadtluft macht frei. Und heute wissen wir aber, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, eben Stadtluft macht bünstlich, macht das so eingeschränkt. Es leben in der Stadt halt schon sehr viel, sehr gleich. Sie wählen auch alle gleich. Regen wir uns auch die darauf aus. Sie diskutieren nicht mehr gross. Es ist ein bisschen städtischer Einheitsbrei. Und das merkt man. Ich wohne ja wirklich auf dem Land, 20 Kilometer südlich von Bern. In einer ganz kleinen Gemeinde, 250 Einwohner. Ja, und ich werde frei, wenn ich auf den Hügel rauffahre und der Himmel aufgeht und es ein bisschen kühler wird und ein bisschen mehr. Manchmal hat es ein bisschen Mistduft, Säulemist und Kuhmist, aber das ist auch das, gehört dazu und macht irgendwo durch frei, hat noch andere Tiere und so. Das ist der grosse Unterschied, die Weite. Und Städter sind heute nicht mehr, haben keine Weite mehr oder so, haben wir viele. Also, das möchte ich sehr pauschalisieren, aber ja, das ist doch nicht mehr der Fall, oder? Viele sind im geistigen Schrebergarten. Das genau, ist das Maximum ist, dann. Das Rot-Grüne ist natürlich eine totale Verbünzelung vom urbanen Lebensgefühl. Das muss man schon sagen, Verbot, Verbot, Verbot und du darfst nichts mehr und wenn du das Falsche sagst, bist du auch ein Double. Das ist völlig richtig. Aber wenn man einfach so natürlich schaut, jetzt in der weiten, weiten, langen Geschichte, ist natürlich ganz klar, die Städte sind wahnsinnig wichtig gewesen für die Zivilisation. Ja, ja. Vor allem die europäische Stadt, deshalb gehen wir ja auch noch wahnsinnig gerne in die grossen, alten europäischen Städte. Das sind Wunderwerke von der Menschheit. In dem Sinn ein ganz interessanter Nebelspalter, auch wunderschöne, muss man wirklich sagen, wunderschöne Karikatur auf dem Cover. Wobei, es ist nicht einmal eine Karikatur, es ist eigentlich eher ein Gemälde, wo der Städter zeigt. Wunderschön. Nur zu empfehlen, kauft den neuen Nebelspalter, leset den neuen Nebelspalter, tönt davon reden. Marina, danke vielmals. Danke. Erstens für die super Arbeit, das ist mal das eine, und zweitens eben, dass du überhaupt da bist. Gut. Dominik, heute ist, ja, wie soll man dem sagen, heute ist das grosse Reinemachen in Bern. Die Sparvorschläge von dieser Kommission Serge Gaillard, die schon lang im Gespräch sind, die sind jetzt heute rausgekommen, die sind heute vorgestellt worden an einer Medienkonferenz in Bern. Du bist dort gewesen. Zusammenfassung, was sind mal die wichtigsten Punkte? Ja, es ist eine riesige Arbeit, die da gemacht worden ist. Die Kommission, bestehend aus 5 Leuten unter der Leitung vom ehemaligen Direktor Serge Gaillard, Direktor von der Finanzverwaltung, hat insgesamt 300 Subventionen und Transferleistungen im Wert von über 70 Milliarden Franken untersucht und hat mehr als 60 Massnahmen identifiziert, um den Haushalt zu entlasten. Präsentiert werden im Bericht 3 Varianten, die priorisierte von der Gruppe, priorisierte Variante, die sieht vor Einsparungen von fast 5 Milliarden Franken bis ins Jahr 2030. Damit könnte man wirklich das strukturelle Defizit wegbringen. Das tönt nach viel Geld, ist aber eigentlich nur 5% vom Bundeshaushalt. Und das Serge Gaillard hat betont, also ja, das sei nicht wahnsinnig viel. Und die Ausgaben wachsen trotzdem. Vor und nach dem Sparprogramm würden sie trotzdem um 2% pro Jahr wachsen. Also, der SP hat bereits protestiert, wird dann noch eine Medienkonferenz machen, dass sie es kaputt sparen auf dem Buckel von den Leuten. Nein, das ist es nicht. Es ist wirklich, und das muss man wirklich anschauen. Ich habe es auch noch nicht ganz durchgelesen, weil es ist wirklich umfangreich. Man ist wirklich ins Detail gegangen und man hat sehr genau geschaut, was man macht. Und man hat, ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber die wichtigsten, grössten Posten auch, man hat überlegt, wie kann man die Staatsaufgaben erfüllen, einfach effizienter. Und damit könnte man bereits 2 Milliarden Franken bis 2030 einsparen. Und weitere 2,5 Milliarden, die findet man, indem man einfach die Aufgaben
Aufteilung zwischen Bund und Kanton genauer macht. Oder? In den letzten 15 Jahren, das hat zuerst Geier betont, hat man nie mehr so eine Übung gemacht und hat so gemeinsame Verantwortlichkeiten geschafft, wo der Bund etwas zahlt und Kanton etwas zahlt, manchmal sogar noch die Städte und so weiter. Und das entflechten, dort den Bund entlasten, das bringt nochmal wahnsinnig viel Geld. Und dann, mir ist eigentlich auch selber ein bisschen gestaunt, auch bei den Eigenausgaben, also beim Personal und bei sonst Ausgaben von der Verwaltung sollen 300 Millionen Franken eingespart werden. Gut, wir wissen ja, wer alles in dieser Gruppe ist, unter anderem der Christoph Schaltegger, Professor an der Uni Luzern und Direktor vom Institut für Wirtschaftspolitik, und das sind ja die Leute, die relativ gute Studien in letzter Zeit verbreitet haben, veröffentlicht haben, die zeigen eben, dass eigentlich unsere Bundesbeamten sehr gut gehalten sind. Also da kann man sicher etwas rausholen. Noch schnell zuerst vielleicht einmal einfach zu der SP. Ich meine, es ist natürlich schon peinlich oder lächerlich, sich so aufregen, wenn das erste Geier da hinsteht und das verkündet und wahrscheinlich mit Überzeugung verkündet. Der Serge Gaillard ist ursprünglich trotz Christ gewesen, überzeugter Sappler, nachher Sekretär vom Gewerkschaftsbund. Er ist SP-Mitglied. Er ist also mehr SP kann man gar nicht sein als der Serge Gaillard. Und es zeigt ja auch einfach, wie unehrlich die sind, wie absolut hysterisch die Reaktion ist. Eine birrenweiche, infantile Reaktion wieder von einer Partei, die einfach das Gefühl hat, man könnte den ganzen Tag einfach Geld verbrennen. Und es passiert nichts. Das mal einfach mal als erster Kommentar. Jetzt ist ja ein grosses Thema gewesen, der NZ am Sonntag, übers Wochenende. Ja, bei der Armee wollen wir wahnsinnig sparen. Was ist da übrig geblieben von dieser Aufregung? Ja, nicht wahnsinnig viel. Also es ist so, dass die priorisierte Variante von dieser Expertengruppe davon ausgeht, die Armee wieder aufzurüsten bis 2035 und nicht bis 2030, wie gewisse Leute durchaus auch zu Recht, man kann darüber diskutieren, fordern, oder? Aber das ist eigentlich ja der Beschluss vom Bundesrat. Der wird einfach immer wieder von gewissen Leuten durchaus auch aus dem VBS hintertrieben. Und man sagt, also die Expertengruppe sagt, ja, es ist klar, man könnte eigentlich auch schneller, aber das ist keine Variante, das sehen Sie nicht und das kann man natürlich kritisieren. Dann gibt es eine Untervariante, die aber nicht priorisiert worden ist, wo davon ausgeht, man könnte ja noch länger das rausstüdeln, oder? Also, dass man es nicht bis 2035 auf dem 1% vom Bruttoinlandprodukt ist, sondern später. Die Variante ist aber abgelehnt worden. Nicht. Sie ist im Bericht drin, aber sie ist nicht priorisiert worden. Jetzt kann man sagen, ja, was bedeutet das? Natürlich, wenn man bis 2035 wartet, dann gibt's insbesondere im sogenannten terrestrischen Bereich, also irgendwie bei Panzer, Artillerie und so weiter, dauert's einfach länger, bis man wieder eine glaubwürdige Armee hat, weil man das 30 Jahre lang abgespart hat. Und das kann man einen Skandal finden, aber ich muss wirklich sagen, für das muss man vielleicht eine Zusatzfinanzierung irgendwie haben, weil ich sehe nicht, wie man den schnellen Zug kann gehen. Es ist aber so, auch in der priorisierten Variante kommt die Armee bin nicht mehr ganz sicher über die Richtung, das sind so viele Zahlen, ich glaube 1,2 Milliarden mehr pro Jahr über. Also die Armee kommt deutlich mehr Geld über und das geht wesentlich auch auf Kosten von der Entwicklungshilfe, man hat das dort angeschaut, aber es geht auch auf Kosten vom Personal. Von dem her ist das die priorisierte Variante, wenn man die durchzieht, ist das eine massvolle Variante. Wer noch mehr will, der muss vielleicht Alternativen sich ausdenken. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Was passiert jetzt mit dem Bericht? Der Bericht ist zuhanden vom Bundesrat. Was läuft jetzt? Ja, der Bundesrat hat einen Bericht entgegengenommen und hat ihn besprochen und hat eigentlich gesagt, mal auf dieser Basis tun wir weiterarbeiten. Er will die Einsparungen machen bis 2027 3 bis 3,5 Milliarden, ab 2030 4 bis 4,5 Milliarden pro Jahr. Wer vorher genau zugelassen hat, merkt, es ist ein bisschen mehr bis 2027, es ist ein bisschen weniger ab 2030, wo der Bundesrat sieht. Er will die Vorschläge mit den Kantonen, mit der Partei und den Sozialpartnern an runden Tisch, das macht man in Bern immer so, besprechen. Die Kantone haben bereits aufgejault, also sie dürfen dann nichts dazu beitragen. Das ist halt SP-like, da die Konferenz der Kantonsregierung ist auch schon
Das Bierwerksgremium, genau, das Bierwerksgremium muss sowieso abschaffen, genau. Weil dort nämlich nur der Ton angehend linksgrüne Chefbeamte, das ist der Punkt. Und es lassen sich Regierungsräte, bürgerliche Regierungsräte jeden Tag über den Tisch ziehen, machen das nicht mehr weiter. Gut. Genau, der Serge Geier, einfach noch in seiner, wirklich, ich weiss nicht, lernt man das als Trotzkist? Er hat so viele Sätze, so relativ lapidar gesagt, ja, es ist halt unvermeidlich, dass einige Massnahmen Kantone betreffen, weil ein grosser Teil von der Bundesausgaben Transferzahlungen an Kantone sind. Ist ja logisch. Ganz genau. Lapidar. Nein, ich meine, Serge Geier, da muss man jetzt einfach mal zugeben. Das ist einfach so. Das ist aus meiner Sicht einer der besten Ökonomen, die es überhaupt gibt in der Schweiz. Ist ein wirklich ein super gescheiter Kopf. Ist auch grundsätzlich menschlich ganz ein angenehmer Mensch. Und wahnsinnig, wahnsinnig erfahren. Was Bundesfinanzen betrifft, das im Prinzip finde ich ist Goldstandard. Also was er da präsentiert hat und dann mit den anderen Leuten, die wir in der Kommission wissen, die sind auch nicht gerade von schlechten Eltern. Also ich glaube, das ist ein vernünftiger Bericht und den sollte man jetzt einfach so umsetzen. Vielleicht noch. Wobei, da kommt sicher nicht dazu, ja, Dominik? Ja, vielleicht noch. Oder es hat auch Sachen drin, wo ich muss sagen, ist ein bisschen wishful thinking, also oder auf Deutsch Wunschdenken von dieser Kommission. Also sie sagen zum Beispiel, in der Integrationspolitik soll man für vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge, da müssen wir wirklich das prioritäre Ziel haben, dass man sie rasch integriere ins Erwerbsleben. Ja, dann könnte man Geld sparen. Ja, dummes möglicherweise. Dummes Zeug. Hört ja nicht mehr auf. Wir müssen zuerst einmal den Anreiz brechen. Es kann ja nicht sein, dass die Leute einfach wissen, ich muss nur über Grenzen und dann kann ich da bleiben. Das ist das Problem an der vorläufig aufgenommenen. Dass es einen Anreiz gibt, dass immer mehr kommen. Das ist der Punkt. Genau. Oder in der Klima- und Energiepolitik, da will man statt auf Subventionen auf Lenkungsabgaben setzen. Das ist natürlich in der Theorie richtig. Lenkungsabgaben sind viel effizienter und sie haben keinen sogenannten Mitnahmeeffekt. Also, dass du irgendwie Subventionen geltend machst für etwas, wo du sowieso investiert hättest, oder? Es ist einfach so, die sind im Parlament unbeliebt, weil das Parlament lieber Subventionen verteilt und sie sind auch beim Volk einmal durchgefallen, oder? Bei dem CO2-Gesetz. Aber man hat dort nicht eine reine Lenkungsabgabe gebracht. Es ist halt schwierig. Man könnte dort wirklich noch mehr sparen. Man will auch aufhören mit irgendwelchen Subventionen für Branchen. Das ist interessant. Dort hat auch der Serge Geier in seiner unnachahmlichen Art hat er einfach gesagt, ja, wenn Branchen Subventionen bekommen, dann werden sie zu Subventionsjäger und machen nur noch das, statt das, was eine private Wirtschaft kann, nämlich Innovation und so machen. Grossartig. Stimmt natürlich, aber Lenkungsabgabe wird sicher schwierig. Genau, und das ist auch etwas, was ein Sozialdemokrat sonst nicht würde sagen, außer er ist eben so intelligent in der Serge Geier. Und auch intelligente Köpfe, ja, gibt's auch nicht mehr so wahnsinnig viel in der SP offensichtlich. Nein, jetzt aber noch einmal die Grundfrage, Gretchenfrage. Was wird jetzt nach all diesen Runden Tisch und Parlament und Vernehmlassung und so weiter, was wird übrig bleiben von dem Bericht? Hast du das Gefühl, da wird viel umgesetzt oder wie sieht das aus? Ja, das hängt wahnsinnig ab von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Ich muss wirklich sagen, das ist eine Steilvorlage, der Bericht. Der hat Tiefgang. Da ist etwas drin. Der Serge Geier hat auch betont, wie wir eng mit der Bundesverwaltung zusammen geschafft haben. Vielleicht noch an einer anderen Ort. Also 150 Millionen an sogenannten Bagatellsubventionen, die man streichen. Und da muss man wirklich schauen, dass die ganzen Massnahmen wie ein Block zusammengehalten werden, oder? Wenn es darauf ausläuft, dass man dann die einzelnen Sachen rausbricht, oder? Dann fangen alle an, irgendwelche Sachen rausbrechen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Da muss jetzt die Bundesrätin schauen, dass wie eine Art der Kuchen zusammenbleibt, oder? Und man nicht anfängt, einzelne Sachen rausbrechen. Darum ist es auch blöd, wie die Kantone es schon wieder jaulen. Ich glaube, wenn die Karin Keller-Sutter das schafft, wenn die Bürgerlichen zusammenheben, wenn man wirklich auch nicht nur an diesen runden Tisch, sondern auch hinter der Kulisse zusammen schafft, dann kann man es schaffen. Dann ist es möglich. Und vielleicht auch nochmal ein Satz vom Serge Geier, auch ganz lapidar, oder? Ja, die Journalistin gefragt, ja, warum man nicht mehr Einnahmen macht. Es gibt eine Variante drin, die aber auch nicht priorisiert worden ist, mit ein bisschen mehr Einnahmen. Also mit insbesondere Streichen von Steuergutschriften, also Steuererleichterungen. Und dann hat er gesagt, ja, halt, die Überprüfung von der Ausgaben ist, mehr Einnahmen vorzuziehen, weil man dann Spielraum hat für die Zukunft. Und auch das sollten eigentlich Sozialdemokraten gut finden, dann hat man nämlich Spielraum für etwas mehr, irgendwann hinter 2030, aber jetzt muss man sanieren.
Genau, aber das sind so junge Leute, dass sie nicht so weit können denken. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es gestern schon mal besprochen. Der angebliche Demokratie-Beschiss heute im Tagesanzeiger. Wieder ein Wüstentext. Wüstentext deswegen, weil er sehr, sehr einseitig ist. Und wir auch in den Hintergründen wissen, wie da mit dem Komitee von der Blackout-Initiative noch geredet worden ist. Man hat sehr viele Informationen, wo sie gehen, freiwillig gehen, dann ignoriert. Es ist wieder ein Artikel mit einer ziemlich tendenziösen Schlagseite. Dominik, was gibt's da noch zu sagen? Ja, ich finde es noch verrückt. Eigentlich beweist der Artikel, was wir gesagt haben. Oder das Problem ist, dass die Auftraggeber, die Initiativkomitee von dieser Firma Incop und möglicherweise von einer zweiten Firma über den Tisch gezogen worden sind. Die Initianten von der Blackout-Initiative haben das sehr schnell gemerkt, haben auch Massnahmen gezogen, haben gesagt, wir zahlen erst, wenn die Sachen beglaubigt sind, oder so wie abgemacht. Und so sind sie vorgegangen, sie sind dann betrieben worden, sie haben einen Rechtsvorschlag gemacht und darum ist das alles bekannt worden, jetzt in dem Fall. Aber dass deswegen die Initiative irgendwie ungültig wäre, wie natürlich Links-Grün und die Schweizerische Energiestiftung, die sonst ja kein Argument hat gegen die Initiative, insinuiert, das ist einfach ein Blödsinn, oder? Und das Allergrößte finde ich, das ist, glaube ich, gestern erschienen, ein Interview mit dem Campaigner Daniel Graf. Das ist der, der sammelt für links-grüne Initiativen, sammelt da Unterschriften mit We Collect, oder? Und der sagt eben, wir müssen das sofort einschreiben, es gäbe sonst irreversible Schäden an der direkten Demokratie. Er, der genau Tools entwickelt, um das zu machen. Oder man muss sehen, die grösste Gefahr ist ja, dass man sozusagen wie Sachen abschreibt, oder? Weil die Unterschrift, die kann man nicht kontrollieren, die ist nämlich bei keiner Einwohnergemeinde hinterlegt. Und das können eigentlich alle machen. Also wenn irgendein NGO einmal einmal eine Initiative zustande gebracht hat, dann muss sie ja nur die Bögen kopieren und bei sich im Keller aufbewahren. Dann kann sie die nächste Initiative kann sie dann mit diesen Unterschriften und diesen Geburtsdaten, vor allem das Geburtsdatum ist wichtig, wieder auffüllen. Und das sagt er natürlich wieder nicht, oder, der Herr Graf. Und vom irreversiblen Schaden, das rege ich mich auch wahnsinnig auf. Er ist der gewesen, du erinnerst dich, bei der Frontex-Abstimmung hat er die Namen von zwei Beamten auf Twitter veröffentlicht, wo die Schweiz in diesen Frontex-Diskussionen vertreten. Und die sind nachher bedroht worden, oder? Also, ich meine, das ist der irreversible Schaden, dass man auf so Leute losgeht. Genau. Und dann habe ich heute auch noch ein E-Mail bekommen von einem Gemeindeschreiber, der auch bestätigt hat, das, was wir auch schon vermutet haben und was ich auch noch geschrieben habe. Er hat gesagt, er ist Gemeindeschreiber, er müsse da immer wieder beglaubigen. Und er hat gesagt, also, wir machen das wahnsinnig genau, wir finden das Zeug gut raus. Es gibt auch übrigens eine schweizweite Regelung von der Bundeskanzlei. Bundeskanzlei ist jetzt nicht die Institution, wo wir so wahnsinnig Fan sind, aber da gibt's. Und von dem her ist es eben auch dummes Zeug zu sagen, ja, im Waadtland wird das ganz anders gemacht als im Kanton Zürich. Das stimmt auch nicht. Es bleibt dabei, die Unterschriftenfälschungen, die sind ja aufgeflogen. Die Gemeinden haben es gemerkt, die Gemeinden haben es zurückgewiesen, die Gemeinden haben nicht beglaubigt. Und von dem her ist natürlich das ganze Nebeltheater, wo jetzt Medien herstellen, wo im Prinzip eben genau das Ziel ist, dass man einfach die Atominitiative wegbringt. Über die andere Initiative wird ja gar nicht geredet. Lustigerweise zum Beispiel genau. Über die Neutralitätsinitiative von der SVP wird auch nicht darüber geredet, sondern du merkst ganz genau, woher weht der Wind? Wer hat da eine Agenda? Wer hat vielleicht sogar den Tagesanzeiger gefüttert mit dieser Geschichte? Es ist ja schon vom Timing her ganz bemerkenswert. Genau eine Woche, nachdem der Bundesrat den historischen Entscheid gemacht hat und gesagt hat, wir machen den Gegenvorschlag zu dieser Initiative, probiert man jetzt ums Verrecken die Initiative wegzubringen. Und du hast völlig recht, wenn du sagst, ja, sie haben offensichtlich wahnsinnig Angst, oder sie haben natürlich gemerkt, jetzt ist vorbei, wir bringen das nicht mehr, das mittelalterliche Technologieverbot, wo die Energiestiftung 50 Jahre lang dafür geschämpft hat. Und die Energiestiftung ist ja so ein Misnamer. Mit Energie haben sie nichts zu tun, mit Stiftung haben sie auch nichts zu tun, sondern es ist einfach eine linksextreme Organisation, die sich immer so ausgewogen gibt und so seriös, und dabei ist es einfach eine aktivistische Organisation von absolut fanatischen AKW-Gegnern, die sonst nichts zu tun haben. Gut, gehen wir noch zu einem letzten ganz kurzen Thema, weil die Zeit ist schon fast vorbei. Aber man muss jetzt besprechen, weil BVG-Revision ist eine wichtige Abstimmung, die kommt bald. 22. September, Elisabeth Baumschneider hat gestern einen Auftritt gehabt in der Arena. Und Dominik, was muss man da dazu sagen?
Ja, ich weiss nicht, wie es andere sehen, die zugeschaut haben. Ich habe es fast nicht ertragen. Ich musste wegzappen. Die Frau tut mir leid. Sie ist schwach gewesen. Sie ist sehr schwach gewesen. Das ist nicht mehr die nicht hellste Kerze auf der Torte, sondern das ist schlimmer. Und, der Markus Brocci vom Tagesanzeiger hat darüber geschrieben. Er sagt es natürlich nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, weil er eher auf ihrer Seite steht. Aber man sieht es am Titel an, den er gesetzt hat, die BVG-Reform sei, Zitat, und das hat sie so gesagt, für viele besser als nichts, findet Bomberschneider. Also, ja. Oder, das ist verrückt. Nicht gerade ein Werbespot. Ja. Genau, man stelle sich vor, der Alain Berset wäre in dieser Arena gewesen. Er hat diesen Satz ganz sicher nicht gesagt, sondern viele andere Sätze, oder? Ich meine, man muss schon sehen, in dieser BVG-Reform, es ist immer noch komplett absurd, dass die Linke das Referendum ergriffen hat, weil ihre teilweise 20 Jahre alte Forderungen, also zum Beispiel eben das Senken von dem Koordinationsabzug, dass Teilzeitversicherte, insbesondere Teilzeitversicherte Frauen, die nicht viel verdienen, besser versichert sind. Oder ich bin wirklich 2001 Köfferliträger von einem Nationalrat in der Sozialkommission. Und schon dann hat die Linke das unbedingt gefordert und gesagt, ihr müsst das machen, alles andere ist antisozial. Jetzt kommen sie es über und sie sind trotzdem dagegen. Genau, und das muss man sich dann auch merken, falls die Abstimmung verloren geht, aber das hoffe ich nicht, aber das muss man sich dann merken und dann muss man auf den Bürgerlichen mal ins Stammbuch reinschreiben. Hören Sie mal auf, solche Kompromisse zu machen, gehen den Linken nicht so weit entgegen. Es ist gar nicht nötig, die Bürgerlichen haben die Mehrheit. Die Bürgerlichen haben die Mehrheit. Und von dem her, auch im Volk bringt man Zeug durch, wenn man nicht solche Kompromisse macht, wo dann sogar die Linken abgumpen und den rechten Teil von den Bürgerlichen auch nicht mehr mitmacht. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht bei der Israel Bohnschneider muss man jetzt fairerweise schon auch noch sagen, Dominik, du hast den Berset angesprochen. Wir auch haben die Elisabeth Bohnschneider absolut unterstützt. Wir haben ja wollen, dass es eine schwache sozialdemokratische Bundesrätin gibt. Wir haben uns auch Zähne ausgebissen am Berset, wo ein Talent war. Von dem her müssen wir uns jetzt auch nicht beklagen. Ja, da hast du eigentlich recht. Das ist so. Also Asche auf unser Haupt und genau. Ja, ich bleibe dabei. Es ist immer besser, einen SPler zu haben, der unfähig ist oder nicht so erfolgreich ist, wo nämlich dann auch die falsche Politik nicht kann durchsetzen, weil die SP, man kann so intelligent sein, wie man will. Meistens ist es eben nicht so eine gute Politik. Gut, das ist es gewesen. Bern einfach an dem 5. September 2024. Toni Gfeusi und Markus Somm. Wenn ihr die Art vom Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wir meinen es ernst. Könnt abonnieren, sonst gibt's das Bern einfach nicht die nächsten 300 Jahre. Das ist das Wichtigste. Zweitens, noch wichtiger, könnt ihr euch nie entschuldigen, dass ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Habt's gut. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.